Hallo, hier bin ich wieder. Ich bin wieder da, live hier bei Kitchen TV TV. Heute mit der Band Die Kapelle Petra. Flabisch, Getränke verkauft bei Rewe in Am Westen. Heute verkauf ich Getränke bei Rewe in Am Westen. Ich liebe meinen Tellerrand und ich hasse es, was Neues zu testen. Doch vor zwei, drei Jahren hab ich mal was ausprobiert und jetzt gehöre ich sogar zu den Besten. Seitdem ich Johnny Cash bin, ist keine Zeit, ich selbst zu sein. Seitdem ich Johnny Cash bin, weil ich Möbelhäuser ein. Seitdem ich Johnny Cash bin, bin ich beliebt bei den meisten Frauen. Seitdem ich Johnny Cash bin, kenn ich auch Elvis und James Brown. Und früher kannte ich wirklich nur Getränke, heute kenne ich auch ABBA und Pur. Und Queen und Pink und Lindenberg, wir sind ja alle bei derselben Agentur. Ich bin im Showbusiness ganz vorn dabei und bin seit Wochen ausgebucht. Jcash-imitator.de, falls jemand mich sucht. Seitdem ich Johnny Cash bin, ist keine Zeit, ich selbst zu sein. Seitdem ich Johnny Cash bin, war ich Gartencenter ein. Seitdem ich Johnny Cash bin ich beliebt bei den meisten Frauen. Seitdem ich Johnny Cash bin, kenn ich auch Elvis und James Brown. Ich hatte immer große Angst, auf einer Bühne zu stehen. Doch seitdem ich nicht mehr ich bin, scheint das wunderbar zu gehen. Und wenn ich meine Gitarre nehme, singen alle meine Lieder mit. Seitdem ich Johnny Cash bin ich Provinzkosmopolit. Und seitdem ich Johnny Cash bin, muss ich nicht immer ich selber sein. Bin ich der Held der Jahreshauptversammlung vom Schützenverein. Bin ich am Wochenende niemals, niemals mehr allein. Bin ich der weise Mann in Schwarz. I walk the line. Seitdem ich Johnny Cash bin, ist keine Zeit, ich selbst zu sein. Seitdem ich Johnny Cash bin, war ich Bäckerei brillant. Seitdem ich Johnny Cash bin, bin ich beliebt bei den meisten Frauen. Seitdem ich Johnny Cash bin, kenn ich auch Elvis und James Brown. Seitdem ich Johnny Cash bin. Mit mir. Du weißt, wie Champagner schmeckt, doch du magst viel lieber Dosenbier. Du weißt, wie erwachsen geht, doch bist am liebsten im Bällchenbad. Herrlich und konventionell und unverwechselbar. Da, wo du stehst, da, wo du gehst, ist immer Weltkulturerbe. Deine Farben, deine Lieder, deine Leichtigkeit zu sein. Da, wo du bist, egal wo das ist, ist immer Weltkulturerbe. Deine Ideen sind Monumente für die weltbesten Momente für mich. Dennoch immer neben dir. Du weißt, wie ich wirklich bin, doch du bist noch immer hier bei mir.
Du weißt, wie vernünftig geht. Doch bist als erstes an der Bahn. Deine Unbekümmertheit. So unperfekt, so wunderbar. Da, wo du stehst, da, wo du gehst. Zimmer, Weltkultur, Erbe. Deine Farben, deine Lieder, deine Leichtigkeit zu sein. Da, wo du bist, egal wo das ist. Ist immer Weltkultur, Erbe. Deine Ideen sind Monumente für die weltbesten Momente. Es ist einfach gut, mit dir Zeit zu verbringen. Angetrunken, durch eine Freiheit singen. Laternen austreten, bis Sonnenaufgang. Du bleibst Kind dein Leben lang. Da, wo du stehst, da, wo du gehst, ist immer Weltkulturerbe. Deine Farben, deine Lieder, deine Leichtigkeit zu sein. Da, wo du bist, egal wo das ist. Hallo liebe Leute, hier, schön, dass Sie wieder live eingeschaltet habt, hier zur Sendung Tiffy Kitchen TV. Moin Steffi, Hallöchen, hallo zusammen, hallo, grüße dich. Ich grüße euch auch, ihr habt ja schon Musik gemacht. Ja, ja, wir haben vorhin schon mal heimlich mit dem Andri und der Luisa zusammen die Sachen, die Songs aufgenommen, die wir, glaube ich, später erst sehen werden. Ne? Erst oder rocken, kochen wir erst, rocken wir erst. Ich weiß gar nicht die Reihenfolge ganz genau. Aber wir haben gerade schon aufgenommen und haben Sachen gespielt von unserem neuen Album, was wir zufällig dabei haben. Dazu komme ich jetzt. Oh. Warum? Ich habe ja diese CD in der Hand. Ihr habt die CD ja nicht einfach so aufgenommen. Da muss was passiert sein. Bitte erklärt mir, warum und wozu diese CD entstand. Wie wurde diese CD entstanden? Also als allererstes war es ja so, dass wir die Lieder zusammen geschrieben haben. Da waren wir im Proberaum und haben einfach Texte und Musik zusammen gemacht. Und da haben wir gedacht, boah, jetzt haben wir 12 Lieder zusammen. Jetzt müssen wir unbedingt ins Tonstudio gehen und die dann auch aufnehmen. Und dann sind wir zum Freund gefahren, der hat ein Tonstudio. Und dann waren wir bestimmt ja, eine ganze Woche bei ihm. Und haben dann die ganzen Sachen halt aufgenommen. Hier in Köln übrigens, ist gar nicht so weit weg. Aber man sagt, das darf man ja in Mönchengladbach gar nicht sagen. Die übrigens hoffentlich gerade auch führen. Ja, mal eben kurz in die App rein. Ja, das sieht ganz gut aus heute so. für die Borussia. Nicht wahr? So. Fußball ist, das ist kein lustiges Thema. Steffi, bist du Fußballfan? Ich. Gladbach. Ich bin Bayern München-Fan. Ehrlich! Oh. Respekt. Oh. Endlich mal einer, der nicht in Gladbach. Kniefall vom Opa. Danke. Ja. Bayern München. Aber auf jeden Fall haben wir diese Platte halt aufgenommen und dann waren wir im Tonstudio und dann haben wir was im Tonstudio war, haben wir dann zum Presswerk gegeben und daraus ist dann halt so eine schöne CD geworden. Oder auch eine Schallplatte. Wo ist die jetzt überhaupt hin? Ah. Oder auch hier diese Schallplatte. Da ist richtig noch mit Vinyl. Seht ihr, liebe Leute, so eine CD kann man nur im Tonstudio aufnehmen. Man kann es nicht einfach so. Absolut. Und die kommt jetzt auch irgendwann raus, nämlich am 22.03. Also müsst ihr alle in die Läden stürmen und diese Platte kaufen, das wäre sehr schön. Man kann sie aber auch jetzt schon vorbestellen.
Also ist auch möglich. Wie heißt die eigentlich? Die Platte heißt Nackt. Oh. Nackt. Oh. Ah. Ja, ein komischer Titel eigentlich für eine Platte, aber sehr passend. Weil wenn man sich dieses Männchen anguckt, angezogener geht's nicht. Das ist sehr schön. Sieht das ist aus wie Gazelle, habe ich gesehen. Genau, Gazelle sieht so ein bisschen aus wie dieses Männchen, sag ich mal. Könnte Gazelle sein, oder? Ich find's gut. Wer hat eigentlich das Ganze gemacht mit der CD, mit der Schallplatte? Das ist ja viel Arbeit. Wer hat das denn gemacht? Da haben wir bei uns in Hamm haben wir so eine Bekannte, eine gute Freundin von uns, die heißt Diana Köhne und die macht so Illustrationen. Also die hat uns auch schon vorher schon mal gemalt und macht auch so für Zeitungen und Zeitschriften und solche Sachen. Und das fanden wir so toll, dass wir gedacht haben, ey, mal doch mal, hör dir mal die Songs an und dann mal mal, was dir so dazu einfällt. Und das ist dann dabei rausgekommen. Das ist jetzt die Kapelle-Welt. Die Leute müssen unbedingt diese CD hören, damit die Leute sagen können, aha, so tolle Jungs, wie die singen, da müssen wir auch mal eine CD kaufen. Juhu. Ja, das wäre sehr gut. Auf jeden Fall. Sehr schön. Das war das wichtigste Statement überhaupt. Absolut. Was ihr heute kocht, steht ja vor euch. Es sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber wie man sieht, wir kochen heute vegetarische, frische Erbsensuppe. Ja, frische Erbsensuppe. Du musst das, genau. Sind Sie, liebe Leute, vegetarische Erbsensuppe? Genau. Gibt es tatsächlich? Ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber wird hier auch gerne gesehen und da haben wir gedacht, dann machen wir das mal. Ich zeige euch die mal, damit ihr sie ungefähr seht, wie sie aussieht später, wenn man die isst. Wenn sie fertig ist. Ja, die Sache ist, dass wir uns ja eigentlich immer so auf die Musik konzentrieren, dass wir gar nicht so richtig toll kochen können. Und deshalb müssen wir dann manchmal was aus Dosen essen. Und da haben wir gedacht, was gibt es Schöneres als eigentlich handgepflückte Erbsensuppe? Mir fehlt ein bisschen die Mettwurst, wenn ich ehrlich bin. Aber man kann so eine Erbsensuppe auch verfeinern. Also man kann ja, man muss sie ja nicht aus der Dose nehmen. Man kann ja auch hier und da noch nachhelfen, quasi. Eine frische Mettwurst vom Metzger wäre natürlich eine gute Sache gewesen jetzt. Ist aber nicht da. Deswegen haben wir noch ein paar Geheimzutaten mitgebracht. Genau, das sind sogar unsere Geheimwaffen. Aber da kommen wir später zu. Wir müssen das gleich auch erstmal anrichten. Und da gibt es ja auch noch ein Dessert. Wir machen noch einen Nachtisch. Da gibt es stichfesten Joghurt an Pfefferminz-Schokoladenblättchen. Ja. Das wird sehr, sehr gerne gegessen bei uns in unseren Kreisen. Proberaum ist es immer ein sehr schnelles Mahl. Es funktioniert sehr gut und es ist lecker. Ich möchte, dass ihr einen Titel macht über die Erbsensuppe. Okay. 2, 3, 1. Heute ist Erbsensuppe, heute ist Erbsensuppe, heute ist mal Erbsensuppe, heute ist mal Erbsensuppe. Wie seid ihr damit umgegangen, um so berühmt zu sein? Ich bin ja auch berühmt. Ich bin gerade frisch berühmt. Als ich hier die Sendung moderiert habe, da kam das ganz frisch raus. Wie habt ihr das so gemacht? Also erstmal, das habe ich übrigens gesehen, die erste Sendung, das fand ich ziemlich gut, das mal so nebenbei. Und, also mit dem Berühmtsein, damit tue ich mich auch sehr schwer. Ich finde es ganz schwierig, dass zu Hause bei mir vor der Tür immer so viele Leute rumlungern. Ich persönlich trage in der Stadt immer eine Sonnenbrille, habt ihr auch heute auf. Das hilft mir, Guido. Ich habe das auch, also ich habe das ähnlich wie Markus auch. Bei mir ist halt so ein Elektrozaun und da drum noch ein kleiner Stacheldraht. Weil ich kann damit nicht so gut umgehen. Rainer kann das hingegen viel, viel besser. Ja, ich bin einfach nie zu Hause. Das ist auch am besten. Und wir sind ja auch gar nicht mehr frisch berühmt, sondern auch schon, wir sind ja schon uralt berühmt. Also uns gibt es ja schon seit 20 Jahren. Ja, Fingerspiel möchte auch noch mal ganz kurz ergänzen. Ganz kurz, Gazelle bitten noch mal. Ach so, Gazelle, komm doch auch mal. Komm, ja, war. Ja. Ach so, Gazelle. Hallo, Gazelle. Hallo, Steffi. So, also Gazelle, Wie gehst du denn damit um eigentlich? Ich wohne in Monaco, bin weggezogen und da ist man ja unter sich, die Reichen und Berühmten. Ist das Steuerflucht oder ist das, warum?
das ist Kapelleflucht. Und dann komme ich nur wieder reingeflogen mit meinem Hubschrauber zum Auftritt, setze mich hin, esse lecker, hoffentlich, und dann fliege ich wieder hinfort. In Schwebe geradezu Gazellen-like. So, siehst du, Gazelle geht damit am besten um, quasi. Ja. Sehr schön. Wie sieht es aus, ihr macht ja immer so Touren, zeigt den Leuten, wie ihr singt. Wie ist das Ganze drumherum gekommen? Wie kamen die denn da drauf? Also wir sind ja, du hast recht, wir sind auch auf Tour wieder, ne, was du gerade gefragt hast. Am 22.03. geht es in Münster los und dann gibt es eine ganze Tour. Also die geht dann durch Bremen und ich habe das ganze Termin im Kopf. Vielleicht ergänze mich mal. Münster, Soest, Bremen, Köln, Bielefeld, Nürnberg, Hamburg, Stuttgart, München. Also fast alle, querbeet. Ja, genau. Wir fahren mit so einem Bus durch die Gegend, da sind irgendwie 8 Leute immer dabei, die wundervolle Gazelle, Paul, Sonja, Sascha, also irgendwie ganz viele Leute. Und alle sorgen dafür, dass es irgendwie funktioniert, was denen sehr schwer fällt, weil wir das ja meistens sehr stümperhaft betreiben, ähnlich wie Guido Äpfel schneidet. Oder gleich Dosen öffnet. Aber er schneidet nun Plastikapfel. Nicht verraten. Das ist kein richtiger Apfel, nur ein Plastikapfel. Okay, gut, das ist. Klingt gut. Ja. So. Apropos, sollen wir jetzt mal hier. Ja. Also, das Mal eröffnen. Ja. Nehmen wir das mal in die Hand. Habt ihr gehört? Entschuldigung, so hört Dave. Sich eine Eieruhr an. Richtig. So, und jetzt Achtung. Guido als Linkshänder, das kriegt. Ja, warte mal. Sollen wir mal sehen. Es geht besser, als ich dachte, tatsächlich. Ich glaube, das ist einfach mein Dosen wieder zu Hause. Wow, jetzt guck dir das an. So. Also die Leute wollen das sehen, wie eine Dose geöffnet wird. Ja, genau. Könnt ihr das mal bitte hier... Könnt ihr das bitte einmal ganz nah machen? Ein Close-Up bitte von der Dose. Ein Close-Up von der Dose. Jetzt ist es passiert. Ja. Oh, das... man kann es ja nicht sehen, aber es duftet schon sehr lecker. Es duftet sehr lecker. Jetzt will man jetzt hier mal. So. Jetzt nehmen wir mal. Könnt ihr das hier so. Ist voll scharf? Wir können. Voll scharf, okay. Und hinein. Rein musst du mal. Ja, okay. Dann übergebe ich mal das Mikrofon. Ja. Oh. Also, die Leute wollen das auch sehen. Oh. Ja, das hätte ich mir jetzt etwas einfacher vorgestellt. Ah! Das war die Nummer 1. Ja. Und jetzt kommt Nummer 2. Darf ich wieder aufmachen? 2. Ach, wir haben die tollen Servietten. Halt mal kurz. Ja. Boah, kalte. Ja, hier. Wie viele Leute sind wir eigentlich zum Essen? Eine können wir noch. Eine sollten wir noch öffnen. Magst du eigentlich Erbsensuppe, Steffi? Erbsensuppe ist ja gesund. Ist gesund und eigentlich auch lecker. Also am besten schmeckt die ja immer, wenn Mama die macht. Aber Mama konnte heute nicht. Ich möchte einen super Nachtisch machen, denn okay, ich kann super Nachtische machen. Okay. Steffi macht den Nachtisch, dann darfst du das jetzt öffnen und dann umstülpen am besten. Ich möchte das verfeinern. Okay, dann gib dem mal das Mikro. Genau, wir tauschen mal das Mikro. Und dann möchte ich. Aha! Ich würde mal einen Stürz mit Schmack, wenn ich das will. Genau. Also, und der andere muss das filmen. Ja, genau. Jetzt geht's los. Ich öffne hier einen Becher. Und jetzt stülpen. Kann jemand Trommelwirbel machen? Ja! So, jetzt, pass auf, jetzt kommt das ganz Tolle. Jetzt kommt das. Ausnehmen, genau. Das musst du oben, reinstecken. Das ist so ein Schokoladenstückchen. Nein. Mit Pfefferminz. Fantastisch. Oder Freestyle. Oh! Das kann ich ja. Das ist natürlich noch viel besser. Erbsensuppe mit, wie heißt das? Stichfester Joghurt. After Eight. Guck dir das an, Herr Schmidt. Ist kaputt gegangen. Ja, das kann ja, doch nicht guck mal. Jeder. Das ist Steffi, hier guck mal, deins ist auf jeden echt Fall. Besser als das von Ficken Schmidt. Guck dir das an. Hallo,
Wir waren die Kapelle heute live bei Kitchen TV. Wir haben unglaublich lecker gekocht. Besucht uns auf der Tour, die geht am 22.03. los. Checkt unsere Internetseite www.kapellepetra.de. Wir sind aber auch noch woanders, bei Instagram. Instagram.de. Ja. Gut. Facebook natürlich auch. Ja, Facebook.de. Facebook.de. Das ist einfach einschalten. Super, lecker. Wir waschen jetzt und kochen ab. Und, oder umgekehrt. Irgendwie sowas. Und irgendwie ist es nicht mal schlimm.